Mosche Männer! Jawohl! Wer erinnert sich noch an meine damalige Begrüßung? Der hebt jetzt die Hände nach hoch. Und wer erinnert sich da noch dran? Ja, der war 2013 auf YouTube unterwegs. Es ist ein neuer Monat angebrochen, aber nicht irgendein Monat, es ist Dezember. Und mit Dezember beginnt die Adventszeit. Und viele Leute haben ihren Adventskalender heute zum ersten Mal geöffnet oder werden dies noch tun. Und ich habe mir auch etwas Schönes für dieses Jahr überlegt. Die Idee hatte ich schon länger, aber dass ich es wirklich erst umsetzen konnte auch, das ist erst dieses Jahr möglich gewesen. Und ich habe nicht lange gezögert. Hab schon die ersten Pläne geschmiedet und jetzt steht es fest, ihr seht es ja selbst, es gibt einen Adventskalender mit Slender, kurz Adventskaslender. Dieses Jahr von mir jeden Tag ein Slender-Video vom 1. bis zum 24. Dezember. So muss das, so kann der Advent doch auch mal schön sein. So. Was habe ich mir überlegt für diesen Adventskalender? Ich möchte ein bisschen Abwechslung reinbringen in die verschiedenen Slender-Spiele. Bedeutet, von allem ein bisschen was zeigen. Und allen voran wird hier, wie ihr schon im Menü sehen könnt, Slender The Arrival ein großer Teil dieses Adventskalenders sein. Denn dieses Spiel ist das einzige, das das Geld kostet. Es ist echt günstig momentan, also jetzt im Herbst-Sale auf Steam 1 Euro irgendwas, 85 oder so, also kannst dir fast schon, naja, kannst dir einiges von dem Geld kaufen. Richtig einiges, ja, so viel ist es. Und auf jeden Fall setzt sich das aus mehreren Kapiteln zusammen, erzählt auch eine Geschichte und deswegen wird auch dieses Spiel mehrere Videos einnehmen. Ansonsten für die restlichen Videos habe ich dann halt die einzelnen Slender Maps so geplant. Nur heute haben wir schon einen netten Einstieg zu verzeichnen, denn ich möchte den Adventskalender beginnen mit einer Geschichtenerzählung, beziehungsweise ich möchte, bevor ihr in den restlichen 23 Türchen dann den Slenderman in Aktion seht, erstmal einsteigen in den Mythos und die Geschichte. Wie ist Slender bekannt geworden und was hat es eigentlich damit auf sich? Für alle, die es interessiert, ist das sicherlich einfach mal schön zu hören. Und zwar ging es 2009 los. Es handelte sich um einen Fotowettbewerb namens Something Awful. Es ging darum, dass man auf Fotos paranormale Figuren sichtbar machen sollte. Und da hat ein Amerikaner, Eric Knudsen, auch damals Victor Search genannt, bearbeitete Fotos gezeigt, zwei Stück, die viele spielende Kinder so gezeigt haben auf einem Spielplatz, auf einem Weg. Und im Hintergrund hat man halt einen dünnen Mann gesehen, schwarz gekleidet, und das sollte eben dieser Slenderman sein. Der Creator hat absichtlich kaum Angaben zu diesen Fotos gemacht, eben damit man spekulieren konnte, damit halt das Ganze ein bisschen Interpretationsspielraum hatte. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also es ist wirklich zum Internetphänomen geworden. Es sind die ersten Creepypasta-Geschichten geschrieben worden. Es hat einen richtigen Hype verursacht um diesen schwarzen, schlanken Mann, der sehr lange Arme hat, der manchmal Tentakel auf dem Rücken hat, einen Anzug trägt, kein Gesicht besitzt. Und ja, es wurde dann drüber erzählt, dass dieser Slenderman wirklich sich nicht bewegen würde, sondern sich teleportieren würde zu seinen Opfern und sie wirklich durch seine Anwesenheit versucht, sie in den Wahnsinn zu treiben, dass sie dann paranoid wären. Und man erzählt Geschichten, dass er Jagd auf Kinder gemacht hat, dass sie entführt wurden und dann spurlos verschwunden sind, aber auch erwachsene Menschen, hauptsächlich halt nachts auf dunklen Straßen. Und
wurde sogar vereinzelt von aufgespießten Opfern an Bäumen berichtet. Also das Ganze hat wirklich seine Runde gedreht durch das Internet. Dann gab es eine YouTube-Serie, Videoserie namens Marble Hornets. Das ist ein Filmprojekt, das haben zwei Studenten ins Leben gerufen und es besteht aus 87 Videos, sogenannte Entries, die zusammen eine Laufzeit von 9 Stunden verzeichnen. In diesen Videos geht es einfach darum, dass die Echtheit dieses Slendermans bewiesen werden soll. Das Ganze ist mit Kameras, so Blair Witch Project mäßig, aufgenommen worden und es wird öfters von einem Operator gesprochen. The Operator steht dabei für den Slenderman. Weiter ging es dann im Internet, dass ein Slenderman-Song geschrieben wurde, den könnt ihr euch anhören, und diverse Pranks halt erstmals so richtig ins Rollen gekommen sind, sprich, man hat sich als Slenderman verkleidet, damit auf den Straßen Leute erschreckt, etc. So richtig, naja, weltweit bekannt, sage ich jetzt einfach mal blöd, ist es dann 2012 geworden, als das Spiel Slender V8 Pages rauskam. Ich meine, es war gratis, es konnte jeder ausprobieren. Ich bin ja selbst durch dieses Spiel auf Slender aufmerksam geworden, auch wenn es, glaube ich, erst 2013 war. Und ich habe dutzende Videos schon hochgeladen, es hat mich geprägt, es macht mir Spaß, es ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Und der Nachfolger The Arrival erschien ein Jahr später und steht dem Ganzen nichts nach. Im Gegenteil, der hat vieles nochmal optimiert und besser gemacht. Das ist ein tolles Spiel. Also in der Liste meiner Spiele des Jahrzehnts, sprich von 2010 bis 2019, ist dieses Spiel auf Platz 3 bei mir. Das ist meine persönliche Meinung. Warum sollte man das so hochstufen? Tja, das hat einfach persönliche Gründe. Und ja, jedenfalls sind noch nach diesen zwei Spielen viele weitere kostenlose erschienen, nämlich Slenderman, Slenderman's Shadow, Slender's Woods, Haunt the Real Slender Game, Haunted Memories, Slender V9 Pages, Slender Space, Slender the Remake, Slender Anxiety, Slender Flashlight und sogar für iOS-Smartphones Slender Rising 1 und 2. Also ein Haufen Slender-Spiele, es wird nicht langweilig und das ein oder andere werdet ihr auch in meinem Adventskalender zu Gesicht bekommen. Doch der Mythos hat leider auch negative Folgen gehabt, nämlich nicht nur, dass ich ein paar Leute vor diesen Gruselgeschichten, die durchs Netz gegangen sind, gefürchtet haben, sondern dass das sogar dramatische Angriffe auf die Psyche mancher Menschen gehabt hat, die sich dann so richtig, naja, paranoid gefühlt hatten. Die dachten, der Slenderman wär ihnen hinterher gegangen und sie müssten ihm ein Opfer bringen, sonst würde er ihnen und ihrer Familie großen Schaden zufügen. Und so kam es 2014 tatsächlich dazu, dass zwei 12-jährige Mädchen eine Mitschülerin in den Wald gelockt haben und dann 19 Mal auf sie einstachen mit einem Messer. Das Mädchen, das Opfer, das hat schwer verletzt überlebt, aber die zwei anderen Mädels, die hinterher gestanden, dass sie die Tat im Namen des Slenderman ausgeführt hatten, sind zu 25 bzw. 40 Jahren Haft, nicht Haft, sondern Psychiatrie halt, verwiesen worden. Und das war auch nicht der einzige Fall. Auch in Ohio hatte ein 13-jähriges Mädchen versucht, auf die heimkehrende Mutter mit einem Küchenmesser einzustechen. Beziehungsweise nicht nur versucht, sie hat's. Und dabei eine weiße Maske getragen, so im Namen des Slenderman. Man hat sich erzählt, dass dieses Mädchen ebenfalls sehr, sehr besessen vom Slenderman war. Tja, es war nie die Absicht von Erfinder Eric Knudsen, dass solche Dinge geschehen, und er hat sich auch entschuldigt, einen Appell an die Öffentlichkeit getan, bitte
tötet nicht oder verletzt niemanden im Namen des Slenderman. Das soll nicht sein. Und es gab auch eine HBO-Dokumentation, die Beware the Slenderman heißt und die Täterinnen quasi hinterher interviewt hat. Und die haben dann erzählt, wie es ihnen ging und so weiter. Es geht noch mehr um in der Dokumentation. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber kann ja irgendwann noch werden. Und des Weiteren kam es noch 2015 zu einem Film, der heißt The Operator, A Marble Hornets Story. Orientiert sich also an dieser Marble Hornets Serie, die man auf YouTube finden kann. Und 2018 kam dann auch der Spielfilm namens Slenderman raus. Der Film ist sehr atmosphärisch, ersetzt also auf Horror von der Atmosphäre, wie ich es eben gesagt habe. Der zeigt also quasi kein Blut, also diese brutale Gewalt. Aber auch Jumpscares werden jetzt nicht so übertrieben viel genutzt, wie man es vielleicht in einem Conjuring oder Insidious sieht. Ich finde den Film wirklich gut. Ich meine, ich bin auch ein Slenderman-Fan. Ich kann den empfehlen. Er hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass es ein absoluter Trash-Film ist. Er hat nur mittelmäßige Wertungen, aber vielleicht auch deswegen war ich dann doch angetan. Ich hatte ihn leider nicht im Kino gesehen. Das hatte nicht ganz geklappt. Ich war sogar kurz davor, alleine ins Kino zu gehen, weil ich so ein Slenderman-Fan bin, hab's letztendlich aber doch nicht gemacht. Ja, und der letzte Stand, den ich irgendwann mal aufgegriffen hatte vor ein paar Monaten, nämlich, dass es 2021 für Netflix eine Slenderman-Serie geben soll. Ich habe kein Netflix, ich habe es noch nie gehabt, aber das wäre ein Grund, mir Netflix zu holen, mal für einen Monat oder so, um diese Serie zu schauen. Das Problem ist nur, ich habe gerade nochmal recherchiert und absolut nichts dazu gefunden. Also nichts. Ich weiß nicht, ob das Projekt wieder verworfen wurde oder ob das von Anfang an nur ein Missverständnis meinerseits war. Aber ja, gut möglich, dass doch nichts dran ist und ich doch kein Netflix abonnieren muss. Aber mich würde es sehr interessieren, ob Slenderman eine Serie bekommt oder nicht. Ja, das war's erstmal zum Slender-Mythos. Die Ursprünge sind schon viel früher gewesen, also dass man dann im Nachhinein auf Fotos aus 1981 oder sogar dem 19. Jahrhundert gemeint hat, ah, da wäre der Slenderman irgendwie zu sehen. Aber wie gesagt, 2009 wurde die Figur erschaffen und so ging alles los. Wie findet ihr die Slender-Geschichte, den Mythos? Schreibt es gerne unter das Video. Und an sich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich begleitet im Dezember, wenn es heißt Adventskalender 24 Türchen mit Slenderman. Wie gesagt, The Arrival wird mehrere Videos einnehmen. Habt ihr irgendwelche Wünsche und Anregungen für den Kalender? Noch könnt ihr sie loswerden und ich kann mich dran orientieren, weil ich werde die Videos natürlich immer ein paar Tage im Vorlauf aufnehmen und auch vorab hochladen, sodass sie dann pünktlich nachts online gehen und möglichst kein Video zu spät kommt. Versprechen kann ich es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich bemühe mich. Und wie gesagt, jetzt am Anfang, wo noch nicht alle Videos im Kasten sind, bringt gerne Vorschläge ein, falls ich noch irgendwas machen soll. Und ich versuche dies auch zu beherzigen, zu berücksichtigen, sofern es im Rahmen des Möglichen ist. Ich wollte, am liebsten hätte ich jetzt hier auch diese Mythos-Erzählung irgendwie eine schöne Präsentation verpackt, anstatt dass ihr einfach nur den Menübildschirm seht. Aber da ich ein bisschen Bedenken habe, was so Copyrights mit Bildern etc. betrifft, habe ich gedacht, ist das hier doch noch die atmosphärischste Variante, bei der auf jeden Fall sicherer Content im Video vorhanden ist. Das war's fürs erste Türchen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Ciao.